Herzlich willkommen zurück zu The Witcher. Mal kurz schauen, was ich das letzte Mal gemacht habe. Ach ja, wir waren bei den Holzfällern, genau. Und die Holzfäller wollten, dass wir gewisse Blumen für sie sammeln, aber Geralt wollte das erstmal nicht. Und deswegen suche ich jetzt erstmal weiter die Druiden, die gesagt haben, die hier noch irgendwo im Sumpf leben müssen. Und schauen, ob wir dort bei den Druiden weiterkommen. Einen Stein, den wir hier brauchen. Zwei Steine haben wir sogar schon. Also einen von Kalkstein und einen von der Farm. Wie sie nochmal? Von der alten Dame aus dem Holzziegelbrennerdorf hier. Sehen also, wie es hier weitergeht. Momentan sind keine Kreaturen, nicht so viele zu uns unterwegs. Es ist Mittag. Da sind die nicht so aktiv. Hatten alle ihr Mittagsschläfchen. Offensichtlich die Holzfälle aber auch. Ich wollte jetzt noch. Oh, was ist denn das da hinten? Das leuchtet so schön und blüht. Sehr fröhlich. Das sind eigentlich eher Kolkraben als Krähen. Aber Geralt wundert sich, das müssen wohl Hybriden sein, aber er hat nie von Hybriden zu den Krähe und Kolkrabe gehört. Seltsam. Das hier ist definitiv ein Druidenhain. Geralt kann schon den von ihm ausgehenden Frieden spüren. Und riesige Bäume, merkwürdige Symbole, gezähmte Bestien. Sogar eine Dryade. Das muss der Druidenhain sein. Ah, und wie immer sind Dryaden nicht so bekleidet. Schöne Sprache, aber verstehen tue ich es leider nicht. Wir sollten auf jeden Fall mal den älteren Druiden oder dem oberen Druiden, wenn es hier sprechen und das hier Wiffern einfach mal so zwischen den Leuten rumschwänzeln und niemanden fressen, ist auch mal lustig. Die Viecher sind im Übrigen giftig, also wenn sie doch mal schlecht gelaunt sind. Ja, das hier dürfte denn der Giftstachel hier sein. Schnapp. Das Schwanzende hier, diese drei Spitzen. Yevon, auch ein Elf ist hier. Okay. Ja, natürlich ist ein Elf hier. Die suchen hier bestimmt Zuflucht. Willkommen im Hain der Druiden, Reisender. Seid gegrüßt. Ein wunderbarer Ort. Ich komme zum Nachdenken hier. Der Frieden hilft mir, meinen Geist zu reinigen. Sogar als Hexer seid ihr hier willkommen. Noch ein Wort darüber, wie ich lerne, mein Anderssein zu akzeptieren und dass ich das Zuhause finde, das ich nie hatte, und ich weine wie ein Baby. Sarkasmus offenbart nur eure Hemmungen. Oh, ein Elfenpsychoanalytiker. Ich habe Jahrzehnte unter Menschen gelebt. Eure Art ist so kompliziert wie der Aufbau eines Schlagstocks. Jahrzehnte? Wenn man so lange unter Menschen lebt, wird man ihnen ähnlicher, als einem lieb ist. Sprecht ihr aus Erfahrung, Monsterjäger? Sehr geistreich. Ich bin Geralt. Mein Name ist Yevon. Reden wir. Ja? Yevon. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob das der Elf war, der auch im Buch vorkam. Der unter anderem die Truppe angeführt hat, die den Coup auf dem Elfenmagierzirkel auf der Insel durchgeführt hat, den Namen ich vergessen habe. Ich habe ein ziemlich schlechtes Namensgedächtnis. Aber es dürfte es sein. Aber hier hat er noch keine Narbe. Ich dachte, im Buch hatte er schon eine Narbe. Oder war es
Nein, das kann nicht der. Also wenn es, dann ist es ein anderer Yevhen vom Charakter her. Weil der Elf, den ich jetzt gerade meine, kommt auch in der Kurzgeschichte mit dem Teufel vor, in das Schwert der Vorsehung. Und das ist ja ein echter Elf aus den Bergen, ein alter Elf, der nicht sein, weil der hat nie gelebt. Der weigert sich davon. Ein echter Anseide heißen die. Bodenelf. Geralt interessiert sich mal wieder darüber, ein bisschen Wissen zurückzugewinnen, das er ja verloren hat. Also frag mir doch erstmal, wie ticken Elfen? Uhren, denn sonst muss man sie rausschmeißen, bevor sie explodieren. Was könnt ihr mir über euresgleichen erzählen? Wie ticken Elfen? Lasst uns unter den Bäumen beten. Für das zertretene Heidekraut. Für das Blut, das vergossen wurde. Für das Schicksal, das zerstört wurde. Geht das auch mal in weniger poetischen Worten? Ich weiß nicht, ob ich euch ganz verstehe. Für den Tod durch das Schwert, für die Schmerzen der anderen und unserer eigenen. Ich bin auf der Suche nach Hexer. Ja. Das ist eine sehr kryptische Darstellung. Ich kann die jetzt auch gerade nicht so wirklich interpretieren, außer dass er natürlich für das zertretene Heidekraut und so weiter meint er natürlich die Zerstörung der Natur durch die Menschen. Für die Schmerzen der anderen und unsere eigenen. Das heißt, sie sehen sich wohl wirklich so an, als wenn sie die Last durch die Versklavung der Menschen, durch die Versklavung, die Unterdrückung der Menschen, auf die Elfen, die Anderlinge allgemein auf sich selbst nehmen und so die anderen schützen. Die Sache ist nur bei solchen Rebellenkämpfern. Yevhen ist mit ziemlicher Sicherheit einer. In solchen Guerillakriegen gehen eigentlich immer mehr Unschuldige drauf, wie Soldaten oder Guerillakriegen. Und darum sind die Eichhörnchen auch nicht unbedingt bei den Anderlingen, die sie eigentlich beschützen, beliebt. Aber vielleicht hat er ja was zu tun. Ich bin auf der Suche nach Hexerarbeit. Dann werde ich euch um einen Gefallen bitten. Ich muss einen Brief nach Vesima bringen. Allerdings bin ich dort nicht willkommen. Als Hexer dürften euch die Ungeheuer oder die Wachen am Stadttor keine Probleme bereiten. Für wen ist der Brief? Ich wäre euch sehr verbunden, wenn ihr den Brief Vivaldi überbringen könntet, einem Zwerg, der in der Stadt wohnt. Würdet ihr mir seine Antwort überbringen? Ich würde interessieren, was in diesem Brief steht. Aber, ja, wir gehen ja sowieso nach Vesima. Also können wir das auch mal ruhig mitnehmen. Die Frage ist, welche Konsequenzen wird das haben? Wir wissen nicht, wer Vivaldi ist. Also, Geralt weiß es nicht, ich weiß es. Vivaldi ist ein ehemaliger Großbankbesitzer, der im Buch auch eine recht wichtige Rolle spielt, da Yennefer bei ihm ihr ganzes Vermögen hat. Hier hat er das Vermögen, glaube ich, inzwischen verloren und ist damit unterdrückt. Die Frage ist also, auf wessen Seite wird Vivaldi stehen? Was wird passieren, wenn wir ihm den Brief überbringen? Wird das das Geld vielleicht für Eichhörnchen? Das ist vielleicht eine Drohung an ihn, oder dass sich mit den Menschen unterschätzt hat und ihnen das Geld verwaltet hat? Wir werden es wohl erst rausfinden, wenn wir den Auftrag annehmen. Also nimmt Geralt ihn deswegen mal. Mache ich. Ich gehe sowieso nach Vesima. Danke. Das sieht nicht aus wie ein Schleifstein. Aus wie ein krummes, schwarz gebranntes Hörnchenplätzchen, was ich für Backen habe. Da können wir ein neues Zeichen erlernen. Irden, ihr habt das Zeichen Irden erlernt. Oder Jürden, ich bin nicht ganz sicher, wenn man das ausspricht. Eine magische Falle, die eure Gegner verlangsamt. Wählt ein Zeichen auf der linken Bildschirmseite, rechtsklickt, um den Zauber zu wirken. Wird Irden verstärkt, kann es Gegnern auch Schaden zufügen und sie vergiften oder schwächen. Am besten verwertet man diesen Grundsatz mit anderen Zeichen. Ja, das ist recht. Im dritten Teil war das extrem nützlich. Ja, das Kampfsystem im dritten Teil sah viel komplexer und besser aus. Und hier habe ich das noch nie so wirklich eingesetzt, aber ich werde es einsetzen. Ich glaube, das kann ich nicht. Wer wollte schon mal mit Wölfen knuddeln? Hier, ein Druidenhain ist. Ja, so ähnlich sieht auch meine Hochschule natürlich aus. Überall Bäume und es leuchtet immer Sonne durch.
Schlafen die Wölfe vom Hörsaal? Ja. Außerdem regnet bei uns so. Ja, wen? Das hier sieht auch nach. Er hier sieht aus irgendwelchen Gründen zwar genauso aus wie alle anderen, hat aber ein paar mehr Falten im Gesicht. Daher wissen wir sofort, dass das der älteste Druid ist. Was gibt's? Das ist eine sehr direkte Begrüßung. Wir schauen erstmal, was er zu bieten hat. Denn hier könnte es nützliches Pflanzenwissen geben. Wir haben 1900 Gold. Aber die Bücher sind nicht billig. 600 für das teuerste. Fernwirt, ein Herbarium, das ausschließlich Feinwirt behandelt. Das ermöglicht dem Leser, diese Pflanzen zu bestimmen und alchemistische Zutaten auszuwählen. Fein. Ein Herbarium über rituelle Pflanzen. Das ermöglicht es, diese Pflanzen zu bestimmen und aus ihnen alchemistische Zutaten zu gewinnen. Ja, ich glaube, das kaufe ich. Buch ist folgendes bestimmbar: Piment, Mutterkorn, Wolfsbarn, Alraune, Hahnfuß, Hopfen und Mistel. Ja, welcher Hahnfuß? Misteln, da gibt's auch. Hopfen, den kann ich auch so bestimmen. Alraune ist tatsächlich. Wolfsbarn und Mutterkorn. Mutterkorn, denke ich, kennen einige. Das ist eigentlich keine Pflanze, das ist ein Pilz. Wolfsbarn gibt es. Ist Spann, Wolfsmilch war, glaube ich, nicht hier. Ja, man sollte beide. Ich sicher, ich bin nicht so der Botaniker. Niemand kenne ich. Aber damit können wir jetzt schon mal einiges mehr an Pflanzen. Pflanzen ernten, lass uns vielleicht. Gut ist für was nicht gut ist, wenn wir jetzt wieder Getränke herstellen müssen. Das sollten wir noch langsam mal. Was ist Weißer Wolf? Ist hier nicht kalt? Also da wäre selbst mir kalt. Ja. Nicht hinschauen, Gwynbled. YouTube. Gwynbled, was heißt das? Ich weiß es. Gwynbled. Was heißt das? Weißer Wolf. Ihr kennt mich? Euer Ruf eilt euch voraus. Ihr wisst vielleicht mehr als ich selbst. Ich erinnere mich nicht an meine Vergangenheit. Manche Dinge vergisst man besser. Dennoch empfinde ich Mitleid mit euch. Könnt ihr mir helfen? Leider nicht. Meine Schwestern aus dem Brokilon könnten vielleicht helfen, doch die sind in weiter Ferne. Ich find's so schade, dass in der ganzen Reihe man nie zum Brokilon kommt. Ja, Geralt weiß natürlich nichts mehr vom Brokilon, also fragen wir doch mal, was ist. Erzählt mir vom Brokilon. Der Brokilon ist die Heimat der Dryaden, eine von Menschen unberührte Wildnis. Doch unsere Nachbarn erheben Anspruch auf die Wälder. Daher kommt es ständig zu Grenzstreitigkeiten zwischen Menschen und Dryaden. Wer gewinnt diesen Krieg? Unsere Bogenschützen sind unübertroffen. Aber wie lange können wir der rohen Gewalt trotzen, die die Menschen zu den Herren der Welt gemacht hat? Im Brokilon ist auch der Ort, in dem Geralt Ciri erstmal kennenlernt. Ja, ja, im Brokilon war das. Und zwar wird sie da nicht. Die Dryaden haben ein Problem, dass sie keinen Nachwuchs mehr bekommen und entführen deswegen Menschenkinder und Ciri sollte eigentlich auch zur Dryade werden. Und mit Geralt stehen die Dryaden ja gut da, aber er ist halt ein Hexer, ist zu nichts zu gebrauchen. Ihr begrüßt also, dass die Elfen und Zwerge für Unabhängigkeit kämpfen. Naja, die Dryaden sind sicherlich die, die mit am brutalsten für Unabhängigkeit kämpfen. In dem Buch wird schön beschrieben, wie sie ja, auch mal Kinder erschießen und so weiter. Also es wird indirekt beschrieben. Geralt findet noch die Überreste. Ist ja ein Kompromiss für den Menschen.
Die leben so unterschiedlich, diese beiden Völker. Das wird nicht möglich sein, aber ich frage kurz erstmal die erste Frage. Ihr begrüßt also, dass die Elfen und Zwerge für ihre Unabhängigkeit kämpfen? Diese Kinder? Die haben den Sinn des Kampfes längst vergessen. Dürsten nur nach Blut und Rache und empfinden nichts als Verachtung für die Menschen. Sie erkennen nicht, dass sie den Menschen damit immer ähnlicher werden. Wir verteidigen lediglich unsere Heimat, Gwynplaine, und trachten nicht danach, die Menschen ins Meer zu treiben. Tut ihr das wirklich? Ich meine, der Brooklyn war irgendwie mal 5 bis 6 Mal so groß und die Menschen haben ihn ziemlich abgeholzt. Also, dann könntet ihr doch eigentlich auch einen Kompromiss schließen. Haltet den Brokilon oder nicht, aber die Menschen sind wahrscheinlich wieder zu gierig und wollen den ganzen Brokilon haben. Ist ja tolles Holz. Warum schließt ihr keinen Kompromiss mit den Menschen? Tö. Ihr legt alle Konzessionen als Schwäche aus und haltet jeden Akt des guten Willens für eine Falle. Ihr werdet unsere Andersartigkeit niemals akzeptieren. Damit hat sie sehr wahrscheinlich. Vor allem, weil die halt einfach ganz anders erleben mit ihrem... im Buch wird das, glaube ich, beschrieben, dass sie verletzen niemals einen Baum. Und sie... Ihre Hütten werden aus den gebogenen Ästen eines Baumes, die wachsen praktisch, die Hütten hergestellt, wie auch immer man es nennen soll. Die Gärten hat. Aber das ist eigentlich auch falsch, weil Gärten Wald am Hut haben. Wollen wir doch mal mehr erfahren, wie Dryaden leben. Erzählt mir von eurem Leben. Brokilon ist unsere Heimat, Idline unsere Herrin. Wir leben im Einklang mit der Natur, gleiten durch das Dickicht und kennen die Geheimnisse des Waldes. Seid ihr glücklich? Wir haben Freuden und Sorgen, genau wie die Menschen. Doch unser Ende ist nahe. Der Krieg mit den Menschen dauert an und unsere Art schwindet dahin. Fline ist die Königin der Druiden, die kommt auch im Buch vor und sie ist mit Geralt eben gut befreundet. Oder naja, sie befreundet ist vielleicht übertrieben. Zumindest lässt sie nicht sofort erschießen. Sie heißt ihn willkommen im Brokilon, also Geralt ist da willkommen. Und sie ist eigentlich diejenige, die Geralt zeigt, wer Ciri ist. Also das ist sein Überraschungskind eigentlich ist. Das wusste er bis zu dem Zeitpunkt. Was macht ihr denn hier? Das ist ein Geheimnis. Und ich nutze die Gelegenheit, um diesen Hain mit seinen alten, wunderschönen Bäumen zu besuchen. Gibt auch mal so eine kleine Offscreen-Info in Deutschland noch sehr, sehr wenige Urwälder. Ich war letztens in einem an der Biosphärenreservat Elbe, das ist schon eine andere Welt. Die meisten Wälder, die wir haben, sind ja Forstwälder, das ist alles durchgeplant. Es gibt praktisch keine alten Bäume, wenn man diesen Unterschied mal sieht direkt. Gleich mal ein paar Seeadler und so weiter gesehen, die darüber gekreist. Erzählt mir vom Brokilon. Der Brokilon ist die Heimat der Dryaden, eine von Menschen unberührte Wildnis. Doch unsere Nachbarn erheben Anspruch auf die Wälder. Daher kommt es ständig zu Grenzstreitigkeiten zwischen Menschen und Dryaden. Wer gewinnt diesen Krieg? Unsere Bogenschützen... Oh, das hatte ich schon. Sorry. Ja, das mehr haben wir traurig. Da nicht mehr zu fragen. Macht's gut. Vorerst. Ich frage mich, ob Maren noch weitere Fragen hat. Ja, Maren war, glaube ich, auch im Buch eine der Elfenbogenschützen, die vorkamen. Dryadenbogenschützen. Ich weiß aber nicht mehr genau, welche Rolle es ist. Bücher jetzt. Wenn ich das also schlecht in Erinnerung habe, wer welcher Charakter war es schon. Ich würde sagen, ich erkunde noch mal kurz hier ein bisschen was. Aber eigentlich, was haben wir jetzt in Quests? Noch nicht so viel mehr dazu gekriegt. Ja, nur Vivaldi. Das heißt, wahrscheinlich ist ja das Schlauste, wir kehren erstmal in die Stadt.
und schauen nach, was es in der Stadt zu tun. Für die weiteren Verdächtigen hier weiter aus, ausnehmen können. Weiter bereits finden können. Warum greift ihr mich eigentlich an? Nee. Blöde Köter. Hätte nicht sein müssen. Ja! Ich hab mich jetzt leicht erschreckt. Ich hätte einfach gar kein Problem eigentlich Sinn, wenn ich jetzt nicht gerade das Silberschwert genommen hätte. Geralt wundert sich gerade total. Was ist mit mir heute los? War da irgendwas in dem Trank, dass ihm die Druiden vergeben haben? Warum habe ich gerade das Silberschwert gegen Wölfe genommen? Wir sollten mal wieder definitiv brauen. Sachen verkaufen. Also ist, glaube ich, die Stadt wirklich gerade das Ziel. Wir können ja einem Dingens, einem Ort der Macht zurückkehren, zu Kalkstein direkt. Das wäre nicht schlecht. Das war das Kraut des Camp. Golem-Totenacke. Oh. Seltsamer Ort. Sieht aus, als seien diese Giganten in der Bewegung erstarrt. Muss eine Weile her sein. Huh. Was lässt Golems direkt gestanden? Hier ist sogar schon einer eingesunken. Gehalten hat, ist einfach von jetzt auf nachher verschwunden. Offensichtlich. Aber eigentlich. Oh. Und das ist sicherlich ein seltener Anblick in dieser Gegend. Aber eigentlich ist es alles nur 30 Erfahrung. So viel gerade. Oh, es sind so viele davon. Aber längst gehen die auch nicht schnell drauf. Wir sind echt immer noch in Kapitel 2. War der schnell rum, aber es wird trotzdem weh. Schildkraut könnte man aber noch. Da, ja, gute Farm. Das wäre vielleicht so direkt mal. Wenn wir zurück in die Stadt wollen, ich jetzt nicht unterwegs noch ewig einen Ort der Macht finden will, suchen will. Gefunden habe ich ihn ja noch nicht. Ich will ihn erst finden. Genau, suchen. Ich bin die Viecher nicht. Wieder 70 Schaden. Wir halten nur 250 oder so aus. 325 inzwischen, okay, sind es mehr, aber
soll das nicht so gut enden. Ich kann dann auch da machen. Gut, jetzt sind wir wieder im Dorf der Trenner, aber ich komme jetzt hier, glaube ich, gerade erstmal nicht wirklich weiter. Ich brauche erst noch mehr Bücher für die Nebenquests und... ja. Mehr Informationen für die Hauptquest. Genau, wie Walden. Sechs Gläser mit Hundeteig, das wollte ich jetzt nicht unbedingt machen. Ich muss herausfinden, wo das Salamandra-Mitglied festgehalten wird. Ich sollte mit Jethro mitreden. Ich glaube, das ist wirklich das nächste Punkt, wo ich jetzt mal weitermachen werde erst. Wenn es geht. Und das wird dann aber auch erst in der nächsten Folge sein, wie ich gerade sehe. Ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss.